Hallo zusammen, ich möchte euch in dem folgenden Video den Sport Tracker Endomondo für BlackBerry vorstellen. Dazu schalte ich das Gerät ein. Ich habe die Applikation schon gestartet. Ihr seht hier ganz oben die Sportart, im Moment auf Rennen eingestellt. Es gibt unzählig viele wie Radfahren, Mountainbiking, Skifahren, Segeln, Klettern, Laufen, Baseball, Fußball natürlich, auch zum Beispiel Squash, Volleyball, also eigentlich so ziemlich alles. Ich wähle am besten einmal Rennen aus. Am Startscreen seht ihr noch die Anzeige der Zeit, die Distanz, zurückgelegte Kalorien und natürlich das GPS-Signal, welches für eine erfolgreiche Aufzeichnung eurer Daten notwendig ist. Hier unten seht ihr eine Note. Sie simuliert euch die Möglichkeit, eine Wiedergabeliste anzuhören während der Sportaktivität. In meinem Fall kommt hier eine Fehlermeldung, dass ich keine Wiedergabeliste hinterlegt habe. In dem Fall also auch keine Musik. Rechts den Lautstärkeregler. Hier könntet ihr von der Musik natürlich die Lautstärke regulieren. In der Mitte die Trainingseinstellung, da komme ich gleich noch einmal darauf zurück. Während ihr links unten den Startbutton seht, rechts den Countdown, die beiden unterscheiden sich eigentlich nur darin, dass hier die Aufzeichnung sofort starten würde. Während bei Countdown, ich werde das kurz simulieren, von 10 Sekunden heruntergezählt wird, bevor die Aufzeichnung startet. Gut, ihr seht nun, die Zeit läuft, GPS zeichnet auf, Geschwindigkeit 0, da ich mich jetzt im Moment nicht bewege. Würdet ihr eine Pause einlegen, klickt ihr am besten auf Pausieren, so wird die Aufzeichnung gestoppt. Wenn ihr wieder die Aktivität aufnehmt, klickt ihr auf Fortsetzen und alles läuft weiter. Seid ihr mit dem Workout fertig, klickt ihr auf Stopp, Workout anhalten, hier sage ich Ja. Und nun wird das Ergebnis hochgeladen. Das bedeutet, ihr habt einen Endomondo-Account und habt so natürlich online alle eure Workouts zwecks Statistik und könnt diese natürlich auch mit euren Freunden auf Facebook teilen. Im normalen Training klicke ich hier hin, seht ihr die manuelle Eingabe. Hier könnt ihr über die Sportart, das Datum, die Startzeit, die Dauer und die Distanz alles manuell definieren. Wenn ihr das nicht wollt, habt ihr das normale Training, das hatten wir eben. Oder ihr stellt eine Zieldistanz ein, zum Beispiel 3 Kilometer. Habt ihr diese 3 Kilometer erreicht, dann seid ihr mit eurem Sportworkout fertig. Oder ihr stellt die Zieldauer ein, beziehungsweise die gewünschten Kalorien, die ihr verbrennen wollt. Hier seht ihr allerdings links dieses rote Icon, hier steht Pro. Das bedeutet, diese Funktionen habt ihr nur in der Pro-Version von Endomondo. Diese müsstet ihr
kaufen. In dieser kostenlosen Variante sind diese nicht enthalten. Bestreite eine Strecke bzw. schlag einen Freund. Oder wenn ihr euren persönlichen Rekord brechen wollt, habt ihr ganz unten die Möglichkeit. Hier wieder der Hinweis, diese Funktion nur in der Pro-Version. Gut, das wäre die Erklärung der Applikation. Gehe ich hier in das BlackBerry-Menü, habt ihr noch Einstellungen. Hier seht ihr zum Beispiel Autopost on Facebook ist deaktiviert. Die Einheiten in Meter, das Gewicht in Kilogramm. Bluetooth-Zubehör anzustecken, Trainingseinstellungen wie Energiesparmodus, Audioeinstellungen bis hin zu Problemlösungen. Alles in allem, Endomondo ein sehr, sehr guter Sports-Tracker, komplett in deutscher Sprache. In diesem Sinne hoffe ich, euch einen kleinen Einblick gegeben zu haben und nun viel Spaß.